Willkommen zum zweiten Video des Geminiani-Projekts, in dem wir aus den Tonleitern von Exempio 8, Nummer 6 bis 9 zusammenspielen werden. Im Vorwort zu seiner Methode beschreibt Geminiani Exempio 8 als sehr nützlich, um ein Gefühl für Rhythmus und eine gute Intonation zu erlangen. Mit den Tonleitern, die wir heute spielen, seht ihr auch, wie man bestimmte Takteinteilungen interpretiert, was für ein nützliches musikalisches Können unerlässlich ist. Nummer 6, H-Dur, ist im 6/4-Takt geschrieben. Diese Taktart ist ein lebhafter Dreiertakt und hat 2 Schläge pro Takt. Geminiani schreibt hier Allegro, vermutlich um den Schüler daran zu erinnern, dass ein 6/4-Takt lebendig gespielt wird. Nummer 7, A-Dur, steht im 6/8-Takt, ebenfalls ein Dreiertakt mit 2 Schlägen pro Takt und zeigt normalerweise ein schnelleres Tempo als 6/4 an. Allerdings hat Geminiani hier Andante geschrieben. Das Tempovorgaben Andante wird selten mit 6/8 gekoppelt, ein Taktart, die normalerweise mit schnellen Jigs oder Presto-Bewegungen assoziiert wird. Warum hat er das getan? Vielleicht, weil Tempovorgaben, wie Leopold Mozart schreibt, dazu da sind, um einem Stück seinen Charakter zu verleihen, nicht, wie man es heute manchmal versteht, seine Geschwindigkeit. Geminiani schreibt Andante in diese Tonleiter in 6/8, um uns zu sagen, dass wir hier lebhaft, aber vernünftig spielen sollten. Und schließlich die Nummern 8 und 9. Diese sind in 2/2-Takt bzw. alla breve geschrieben, sehr mit einem Strich dadurch. Dies weist im Allgemeinen auf ein sehr fließendes Tempo mit 2 Schlägen pro Takt hin. Wenn ich mir diese Noten ansehe, fallen mir sofort Stücke wie Dona Nomis Pacem oder das Credo aus Bachs H-Moll-Messe ein. Das Spielen von halben und ganzen oder sogar doppelganzen bzw. Breves in einer schnelleren, fließenden Weise erinnert an den alten kirchlichen Kompositionsstil. Also, legen wir mit Nummer 6 los. Wir spielen jeden Tonleiter 2-mal.